Das sind immer so Impressionen, wenn ich dann neben unserem Garten sitze. Dazu möchte ich nur einen kleinen Input geben. Ich habe es jetzt nicht drauf geschrieben. Es gibt diese Seins-Redaktion, also www.sein-wie-sein.de. Und da gibt es eine Kolumne, die heißt Nachhaltigkeit. Und da sind diese ganzen Gärten in Deutschland und mittlerweile auch in Österreich abgebildet. Einer entsteht jetzt dann dieses Jahr im Frühjahr in Niederösterreich. Und ja, jetzt ist vorhin gerade jemand an mich herangetreten und hat gesagt, Bildung. War halt ein wenig so wegen der Bildung, das interessiert mich brennend. Und das gattelt jetzt so ziemlich, aber das hat extrem mit Bildung zu tun. Weil, also wir haben ja gesehen, diese Kreisgärten, da ist die Mathematik drin, da ist die Naturheilkunde drin, da ist die Kräuterkunde drin. Wir bilden damit komplett andere assoziative, synaptische Bilder im Gehirn, weil, ich habe ja Betriebswirtschaft auch noch studiert, weil ich meine, wir müssen ganz gescheit werden, aber halt nur im Kopf und nicht im Körper. Das habe ich dann irgendwann umgedreht. In der Betriebswirtschaft geht man eklatant von zwei Irrtümern aus, nämlich von begrenzten Ressourcen und unbegrenzten Bedürfnissen. Und das ist beides nicht wahr. Ein glücklicher Mensch konsumiert nicht. Wenn er nur dazu bewusst ist, schon gleich gar nicht. Sondern er nähert sich oder er gibt sich oder er bringt sich ein oder er gibt sich hin oder er teilt, aber er giert nicht. Weil er gar nicht gelernt hat, dass etwas zu Ende gehen kann. Und wenn ich neben dem Wasser sitze und ich schaue im Fluss so beim Laufen zu, ich sitze oft stundenlang am Inn, der wird nicht weniger. Der rinnt da schon seit. Wir haben aber dieses Nestle-Prinzip im Kopf, dass ein böser Mann irgendwo in Genf der Welt den Trinkwasserhahn zudreht. Wir haben das Bild im Kopf, dass bei Billa, wenn dir nicht mehr aufgeht, der gesunde Hausverstand nicht mehr da ist. Und wenn wir Gärten anlegen, dann lernen wir erstens Kommunikation miteinander, was erschaffen, Synergieeffekte, Community. Alles, was so schön viral und virtuell funktioniert, funktioniert da richtig im Virtuell, links und rechts von mir, die PHV. Und das ist live, das ist echt. Und so wie uns die Karin das vorhin so schön mit dem Apfel gezeigt hat, was so Nutzland ist und was von dieser Erdoberfläche eigentlich übrig bleibt, was wir wirklich sinnvoll bewirtschaften. Ich mag das T in der Mitte nicht, ich sage nicht wirtschaften, weil wirtschaften ist, wenn nur der Wirtschaft. Wir schaffen, also im Wir etwas erzeugen, miteinander erschaffen, das hat was mit Schöpfung zu tun. Ja, der Buchstabe T wurde uns oft zur Trennung in ein Wort hineingegeben, wie endlich, das muss endlich heißen. Eigentlich, Eigenlicht. Dass das T hinten hier schaut gleich ganz anders aus. Nach Rechtschreibung zwar nicht erlaubt, aber wie man gehört, nicht fragen, einfach da. Ja, weil wir fragen so oft, wieso fragen wir eigentlich? Wenn dann die Leute vorbeifahren auf der Straße und sagen, was tut denn ihr da? Sagt, ja, wir machen einen Garten. Haben sie bei uns auch gesagt, ja. Und nach 4 Wochen sind sie gekommen, euer Garten war in der Zeitung, dürfen wir den mal anschauen? Sag ich, ja, ich darf sogar mitmachen. Und ich freue mich voll auf Ende Februar, Anfang März, wenn jetzt der Schnee weg ist, weil wir haben schon so eine Freundesbrigade. Da hat jeder irgendeine Patenschaft übernommen, Kartoffelpatenschaft, Kräuterpatenschaft, Saatgutpatenschaft, es geht auch wirklich um Ursorten, dass wir das einfach dann multiplizieren können. Und es ist jeder herzlich eingeladen, sich das anzuschauen und da mitzumachen oder sowas nachzumachen. Und die Gärten vernetzen uns wieder. Ne? Wenn das Paradies einmal ein Garten war, dann können wir das Paradies eigentlich nur über Gärten herstellen, das geht gar nicht anders. Das lernt man aber in keiner Schule. Zumindest in keiner, in viereckigen Kisten. Sondern wenn dann in Schulen, wo Gärten drumherum sind, und so eine gibt es ja auch schon genügend. Und da ist auch diese Leis-Schule, die Schettinen-Schule und viele andere. Der Herr hat mich vorhin gefragt, so gibt es auch diese Waldorf-Schulen, da ist der Rudolf Steiner ein Ansatz. Ja? Auch der Rudolf Steiner ist ein sehr schlauer Mensch, der gesagt hat, die Menschen sind ein intelligentes Wesen und sie können nur lernen, wenn sie in der Natur als Wesenheit integriert sind. Und das geht halt nur in der Natur. Die meisten Menschen machen 4 Wochen Urlaub, um sich künstlich in die Welt einzupflanzen. Und sie sagen, was da schön, Wasser, Wind, Wald, das hast du daheim auch. Ich musste mit meiner damaligen Freundin nach Schottland und barfuß am Ben Nevis raufgehen.
dass ich mir Bergschuhe gekauft habe und bin dann einen Arber raufgegangen, weil ich gesagt habe, den habe ich daheim auch. Also es geht wirklich darum, uns zu erden. Im Mensch werden, wie sagt es, Erden drin. Und interessanterweise heißt es nicht Birthday mit I, sondern The Earth Day. Das ist der Tag unserer Menschwerdung. Manifest. Wird dann wieder Erde, war geschickt, wenn es vor der Staubphase was Sinnvolles für die Erde täte. Und darum ist das eine sehr, sehr sinnvolle und schöne Sache zu lernen. Und jeder, der sich mit freiem Lernen und freien Schulen beschäftigt hat, weiß, mit dem Kuchenbacken lerne ich mehr über Maße, Maßeinheiten, Gewichte, Schütten, physikalisches Verhalten von Granulat, Kerneln, Wasser, Flüssigkeiten und Mehl, wie in 5 Physikstunden in der Theorie. Und deshalb sind diese Gärten auch so wichtig und ich bin einfach froh, dass sich das halt so ergeben hat. Und es sind einige Fragen aufgetaucht und ich war ein paar, und wenn wir die Karin schon da haben, die uns diese Fragen beantworten kann, dann sollten wir das heute auch nutzen, dass wir das jetzt dann in einer Fragerunde, ruhig auch mit Bildung, wenn es um Gehirn und Merkfähigkeit und Verbindung von Mathematik und Gärten geht, darf es mich gerne fragen. Also ich habe mich seit 20 Jahren beschäftigt, ich bin mit Gehirn und Merkfähigkeit und so weiter. Wer darüber was sehen will, schaut in Education Highway, da glaube ich sind 5 Stunden Merkfilme von mir drin, also das ist jetzt nichts Besonderes, das sind nur Techniken. Aber es ist wichtig, dass wir es live, leibhaftig tun. Also Lernen geht übers Begreifen. Ja? Wir lernen immer und merken es uns. Wenn wir es einmal begriffen haben, das ist im Wort schon drin, wenn es anfassbar wird, dann ist es für immer da. Und nachdem Sokrates gesagt hat, man kann einem Menschen nichts lehren, sondern man kann ihm nur dabei helfen, sich zu erinnern, was gescheit, wenn er in seiner natürlichen Umwelt möglichst viel begreifen darf, um sich zu erinnern und nicht viel aus Büchern lernen muss, wo er doch die Möglichkeit hat, sich fehl zu informieren oder Fehler zu lesen oder zu schreiben. Die Natur macht keine Fehler. Das ist das Schöne. Und drum möchte ich jetzt noch, bevor wir auf über die Gärten und die offenen Fragen eingehen, und wir haben auch noch ein paar oder einen Gastsprecher da, der was sagen will, weil es ja wahrscheinlich auch darum geht, dass viele sagen, ja, und wo gibt es jetzt diese Gärten? Gibt es sie nur am Chiemsee und in Oberösterreich? Nein, die gibt es da auch. Und wenn wir welche da haben, die damit handhaben und arbeiten, dann ist es sinnvoll, wenn die hier auch zu Wort kommen.